Geschichte vom guten Onkel von nebenan. Den Dicken auch. Aber den Dicken fährt mit dem Auto. Wer im Treppenhaus immer freundlich guten Tag sagt, aber innerlich denkt, du arme Sau. Wer Nachbar, über den man sich nie beschweren muss, weil es mir zu laut ist, nein. Wenn erstens wird jedes Geräusch durch seine Perserteppiche erstickt. Und zweitens hat er keine Kinder. Also Kinder kann er nun absolut nicht ausstehen. Kinder machen bloß Lärm, Unordnung und liegen ihm sowieso bloß auf der Tasche. Sowas kommt ihm nicht ins Haus. Basta! Einfach bloß Harry. Er gehört zu den Typen, von denen keiner recht weiß, wie er eigentlich mit Nachnamen heißt. Auch weiß ich nicht genau, womit er seine Brötchen verdient. Einer hat ihn mal gefragt, da hat er bloß hämisch gekriegt. Nur so viel steht schon mal felsenfest, dass Harry nichts am Wegesrand ist. Ihr Verzaster hat Harry einen sechsten Sinn. Und auch die anderen fünf zielen bloß darauf hin. Hinter seiner ständig verspolierten Grimasse verbirgt sich der Charakter einer Ladenkasse. Natürlich hat er einem Kind einen Rollstuhl repariert. Und hat dafür einen 50er vom Taschengeld kassiert. Jeffs breit ist der, es ist so seine Art. Doch wenn's ums Benzin geht, dann bleibt Harry hart. Seine Frau ist mindestens 20 Jahre jünger als er. Und zieht man sie zusammen, wird das Arztbleiben schwer. Sie ist los auf Harrys Bankkonto gilt. Treppenhaus am liebsten übersehen. Doch ab und zu, da lässt er sich auch mal herab. Und dann kneift er sich mächtig einen ab. Dann quatscht er von sich, über andere spricht er nie. Und erklärt mir ausführlich seine Philosophie. Er hängt seine Fahne stets in den Wind. Dann stellt sich immer dorthin, wo auch die anderen sind. Politisch ist er immer hinterhergerannt. So kommt er am besten mit dem Arsch an die Wand, mit dem Dicken. Für das Elend auf der Welt, da hat er nur ein Lächeln parat. So nach dem Motto, mein Junge, das Leben ist ja so hart. Auch bloß von 20 Markschein her. Wie zieht man Typen wie Harry bloß aus dem Verkehr? Ich könnte schreien, wenn ich sehe, wie Oma Schulz ins Pudel Tag ein, Tag aus Harrys Volvo besudelt. Ein Gassi geht, der mit Tücke und List mit gerümpfter Nase an die Radkappen. Ich ihm eins auswischen, ging das meistens schief. So könnte er gehen, der macht das ganz instinktiv. Ich gebe mal zu, ich war als Hundefreund noch niemals fanatisch. Doch seit dem Tag, da ist mir der Pudel so richtig sympathisch. Was er da tut, grenzt natürlich an Anarchie. Stop.
wir mit solchen Mitmenschen tun.